Zwergenrätsel. In einer dunklen Höhle leben Zwerge, die entweder Mützen mit schwarzen oder weißen Punkten aufhaben. Die Zwerge wissen nicht, wie viele es von ihnen gibt. Einmal im Jahr dürfen sie die Höhle verlassen und bekommen eine Aufgabe gestellt. Können sie diese lösen, sind sie frei. Misslingt die Lösung, müssen sie zurück in die Höhle. Die Zwergenaufgabe für dieses Jahr lautet: Stellt euch in einer Reihe auf, und zwar so, dass die Zwerge mit den schwarzen Kreisen auf der einen Seite stehen und die mit den weißen Kreisen auf der anderen. Allerdings kann keiner der Zwerge die Farbe seiner eigenen Mütze sehen. Zudem dürfen die Zwerge weder miteinander reden, noch sich auf sonstige Weise verständigen oder einander Hinweise geben, etwa mit der Hand oder den Augen. Auch Tricks wie die Verwendung von Spiegeln sind verboten. Ausdrücklich nicht verboten ist den Zwergen aber, ihren scharfen Verstand zu nutzen. Und in der Tat bekommen sie es auf Anhieb hin, sich nach der Farbe der Punkte getrennt aufzustellen. Wie haben sie das bloß angestellt? Bestimmt bist du ebenfalls so schlau wie die Zwerge und kannst dieses Rätsel jetzt lösen. Wenn du möchtest, kannst du deine Lösung gerne in den Kommentar schreiben. Und über deinen Klick auf mein Abo-Symbol freue ich mich jetzt schon. Auf bald!